ich freue mich wirklich sehr, heute Johann Hollender bei mir begrüßen zu dürfen. Wirklich eine Legende der klassischen Musik, 19 Jahre lang Direktor der Wiener Staatsoper. Herr Hollender, Sie sind jetzt beeindruckende 82 Jahre alt, haben im Grunde genommen beruflich alles erreicht, was man so erreichen kann. Haben Sie noch Träume und Visionen? Ich habe beruflich nichts erreicht von dem, was ich erreichen wollte, weil wenn ich aus den Universitäten nicht aus politischen Gründen exmatrikuliert gewesen wäre, dann hätte ich das erreicht, wo ich schon sehr weit war, ein Ingenieur für Dampfmaschinen. Das war mein Lebensziel und das habe ich gelernt. Und wie jede gescheiterte Existenz, bin ich gestrandet, wie der Qualtinger in einem Kabarett sagt, sozusagen unterm Theater. Das war der Zufall. Das war mein, ja, zugegeben glückliches Schicksal. Also das heißt, es war Glück im Unglück, dass Sie ja eigentlich unter recht widrigen Bedingungen im Kommunismus in Rumänien in einer jüdischen Familie aufgewachsen sind und letztendlich hat sich daraus Ihr Schicksal entschieden. Das Judentum hat nicht geschadet, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Das war eher dann in Wien ein Problem als in Rumänien, aber es ist so, wie Sie sagen, Glück im Unglück. Wäre ich das geworden, was ich angestrebt habe, wäre ich nicht zum Abschluss 19 Jahre lang der Leiter der Wiener Staatsoper. Der am längsten amtierende von 1869, also seitdem dieses Haus gebaut wurde und bis heute, keiner hat es so lange ausgehalten oder keiner wurde so lange ausgehalten, wie Sie wollen. Sie haben also nicht nur ein langes Stück Operngeschichte miterlebt, sondern auch ein langes Stück Operngeschichte mitgeprägt. Was würden Sie sagen, waren die zentralen Neuerungen in den letzten Jahrzehnten in der Oper? Ich glaube, dass das Interesse der Menschen für Musik, gestaltet von Menschen, sehr gestiegen ist in den letzten Jahren weltweit. Von einer Krise der Oper, wir reden ja immer, seitdem ich mich zurückerinnern kann, eine Krise und wie geht's weiter? Natürlich vor allem verursacht dadurch, dass keine neuen Werke entstehen, die bekannt sind, die populär sind, die gespielt werden. Also Richard Strauss, sagt man, war der letzte Komponist, wo man noch gewartet hat auf seine nächste Oper. Also die Welt war für zeitgenössische Oper viel interessierter noch in der Zwischenkriegszeit als in der Nachkriegszeit. Es kommt viel weniger und es wird viel weniger Neues gespielt. Das kann man, wenn man unbedingt will, als eine Krise dieser Gattung nennen. Ja, was zeichnet denn eine erfolgreiche Aufführung in Ihren Augen aus? Ist das hauptsächlich die Inszenierung? Ist das die Aktualität, die Stückwahl? Es hat unendlich viel mit der Inszenierung zu tun, mehr als in der Vergangenheit. Also das Regietheater ist lang noch nicht am Ende. Das Regietheater ist ein Titel, mit dem ich wenig anfangen kann. Weil man hat die Oper ja immer in Szene gesetzt. Auch wenn man die Regisseure noch im 19. Jahrhundert gar nicht genannt hat. Und auch im 20. Jahrhundert noch. Also als die Wiener Staatsoper eröffnet wurde, 1869, mit Don Juan, damals natürlich alles noch in deutscher Sprache gespielt, was ja auch ein Kapitel für unser Gespräch sein könnte, sollte, waren die Regisseure noch gar nicht genannt am Programm. In unserer heutigen Welt, nicht zuletzt durch Fernsehen und durch die Filmindustrie und durch Kino bedingt, ist das, was man sieht, nicht unwichtiger,
nicht wichtiger, aber nicht unwichtiger, als was man hört. Das ist eine radikale Änderung. Regisseure und Dirigenten sind neben den Sängern die Dreifaltigkeit. Sie hatten jetzt gerade schon erwähnt, Originalsprache. Sie selbst haben zu Beginn Ihrer Amtszeit in Wien sozusagen auch dann wieder die Originalsprachopern an die Häuser zurückgebracht. Warum? Also ich habe sie nicht zurückgebracht. Zurückgebracht hat sie Herbert von Karajan. Oper wird heute nur noch in der Originalsprache gespielt, überall. Leider auch in den Ausbildungsstätten, auch in den Hochschulen. Weltweit, man glaubt, dass man da moderner ist. Ja, es ist richtig, dass bei Übersetzungen sich manchmal geringfügig der Rhythmus ändert, dass aus 2/16 ein Achtel wird, also dass die Vokalen, und man kann ja nur Vokalen singen, anders sind als in der Originalsprache. Aber ich finde, dass Sänger verstehen sollten, was sie singen. Und wenn Sänger jetzt in einer Sprache singen, Italienisch oder Russisch oder Französisch, die sie nicht beherrschen, einem Publikum, das die Sprache auch nicht beherrscht, hat das, das ist zwar zeitgenössisch, aber keinesfalls modern, finde ich. Weil der Sänger vermittelt ja die Töne, aber auch das Libretto. Also nicht nur die Vokalen. Sinnlichkeit ist ein Teil der Oper, natürlich. Eine schöne Stimme. Was ist eine schöne Stimme? Eine schöne Stimme ist eine Gottesgabe, das Timbre. Als ich Janáceks Jenufa aufgeführt habe, habe ich es deutsch aufgeführt, mit Angela Denocke und Agnes Walzer als böse Küsterin, die nicht Tschechisch können. Und ich war nicht bereit, jetzt stimmlich und persönlichkeitsmäßig mindere Sänger zu engagieren, nur weil sie Tschechisch können, sondern habe es in der bekannten Brot-Übersetzung in deutscher Sprache gebracht. Wurde viel gelobt und in Deutschland viel beschimpft über die Provinzialität der Wiener Oper, welche es deutsch spielen und nicht Tschechisch spielen. Erlauben Sie mir zum Abschluss zu sagen, dass ich mich auch noch erinnere, dass man in der Arena von Verona Meistersinger Italienisch gespielt hat. Mhm. Und ich kenne diese berühmte Aufnahme von Tannhäuser in italienischer Sprache. Mhm. Und wenn Sie mir jetzt sagen, aber wie um Gottes Willen, wie kann man übersetzen, oh du mein holder Abendstern, und ich sage Ihnen, das heißt, o tu bel astro incantator, o tu bel astro incantator, ist doch nicht weniger schön, als du mein holder Abendstern. Tja, haben Sie denn Sorge, dass in unseren Zeiten, wo doch in der Politik in vielen Ländern jetzt aktuellen Rechtsruck zu verspüren ist, Kulturzensur zunehmen wird? Immer. War Theater politisch in allen Zeiten. Die Zensur, reden wir jetzt bei Verdi, um ein bisschen näher zu kommen, hat sehr viel beeinflusst und nicht nur bei ihm. Bei allen Komponisten bis heute. Ich bekenne mich voll zum politischen Theater. Der Rechtsruck, also wir wissen ja, es ist halt so, dass Diktaturen jeder Art, Rechte und Linke, also von Mussolini über die Nationalsozialisten und bis zur sowjetischen Führungen, also bis zu Stalin namentlich, Oper sehr wichtig war und sehr gut finanziert war und sehr geblüht hat. Natürlich jene Werke, also nicht jene Werke, die verboten wurden. Das heißt, Oper wurde instrumentalisiert. Die Oper lässt sich, also keine Oper hat sich besser instrumentalisiert als Fidelio von Beethoven. Da kann sich weder der Beethoven noch andere dagegen wehren. Aber zur heutigen Zeit, um Ihnen zu antworten, die Abhängigkeit von der Macht, der Populismus und das Dienen,
das Dienen für das Budget. Das Budget kommt von der Politik. Das Budget kommt von den Steuerzahlern, von dort nimmt es die Politik und vergibt es dann den Theatern. Und da ist die Möglichkeit, da braucht man keine Zensur. Die können uns den Hahn abdrehen, indem man weniger Geld gibt. Und da das heißt, über die Finanzen hat man ein Instrumentarium, im Prinzip eine versteckte Zensur zu betreiben, die vielleicht sogar schwieriger ist, als wenn man Stücke verbieten würde, indem man einfach durch eine entsprechende Subventionspolitik das Repertoire steuert. Ja. Nun haben wir über Macht- und Mächteverhältnisse in der Politik gesprochen. Es ist ja auch oftmals der Vorwurf ans Theater, dass das Theater an sich noch ein letzter Hort, sage ich mal, der Autokratie oder der Diktatur ist. Wie stehen Sie dazu? Ich stehe dazu, das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, meine Antwort. Ich bekenne mich absolut zur autokratischen Führung eines Opernhauses, bleiben wir jetzt dabei, weil ich als künstlerischer Leiter, als Generalmanager, Generalintendant, wie immer das auch heißt, die volle Verantwortung habe und stelle mich dieser Verantwortung voll. Aber da muss ich auch die Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen. Und zwar in allem, was in diesem Haus passiert. Angefangen von den Bühnenpförtner bis zum den Toiletten, die in dem Haus sind. Und natürlich zu den künstlerischen. Es kommt immer nur auf zwei Sachen an. Was man spielt und mit wem man spielt. Und das kann nur der Leiter bestimmen.